Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf dem Kanal. Ja, einiges passiert von der letzten Folge zu der heutigen Folge, denn ich habe ein bisschen im Offscreen weitergespielt. Und wie wir sehen, sind wir schon relativ weit gekommen. Ja, also wir haben jetzt die Kathedrale freigeschaltet, nur zum Fahrraum auf einer Strecke Einkommen zu generieren, die verbindet. Wir haben generiere Einkommen in Höhe von 45.000 pro Woche. Wir haben 90% der freigeschalteten Haltestellen sollten auf einer profitablen Strecke sein. Und alle Haltestellen in deinem Streckennetz müssen mindestens Level 5 sein. Das haben wir jetzt alles. Eine Aufgabe fehlt uns allerdings noch. Und zwar besitze 10 Strecken vom zentralen Omnibus-Bahnhof, die mit Fahrern Einkommen generieren. Eine Linie habe ich offen gelassen, den Rest bin ich abgefahren. Und wie ihr seht, ja, ist das so, dass ich hier eigentlich soweit alle Linien gelöscht habe. Wirklich alle Linien, die wir hier hatten. Und ja, starten jetzt alle vom ZOB, ja, zentraler Omnibusbahnhof nennt er sich hier. Ich weiß nicht, warum der am Ende der Stadt liegt. Aber nun gut, das hat man irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Auf jeden Fall sind jetzt wirklich alle Linien, die wir jetzt besitzen, vom zentralen Omnibusbahnhof. Insgesamt 10 Linien. Und die eine Linie hier, die wir hier haben, die Linie 44, seht ihr, ich kann ja einfach mal auf Strecke bearbeiten machen. Die hat einfach mal 18 Haltestellen. Ja. Und diese 18 Haltestellen sind dafür da gewesen, dass wir alle Haltestellen auf Level 5 bekommen. Da habe ich einfach eine neue Linie erstellt und bin die einmal abgefahren. Und dann waren sie auch schon alle Level 5. Und ja, somit haben wir jetzt insgesamt 11 Linien. Und ihr seht, ne, wir generieren hier auch ein bisschen Geld. 38.000, 39.000 pro Woche, 45.000 pro Woche. Ne? Also das klappt schon. Also hier fließt das Geld jetzt schon so rein. Ihr seht ja auch, ne, 1,5 Millionen sind wir mittlerweile. Und wie gesagt, eine Linie sind wir noch nicht gefahren. Und das ist die hier, die vom ZOB nach Handelszentrum. Können wir mal kurz gucken. Sollte, ist eine recht überschaubare Linie. 8 Haltestellen. Und von daher würde ich mal sagen, die nehmen wir doch jetzt mal und werden das Ganze mal jetzt dementsprechend auch abfahren. Und dann sollten wir diese Aufgabe auch gelöst haben. Insgesamt hat mich das Ganze gut, ja, ungelogen, 2 bis 3 Stunden gekostet. Das Ganze fahren und machen und tun und hier wieder neu einstellen und dann nochmal hier wegen den ganzen... Oh, was ruckelt das denn heute? Jetzt, eben gerade ging alles ohne Probleme. Jetzt zickt es ein bisschen rum hier. Ich habe auch eigentlich alles abgeschaltet, was man abschalten konnte. Das Einzige, was mich jetzt wirklich genervt hat, war jetzt tatsächlich das mit dem Ticketverkauf. Man konnte oder man kann den Ticketverkauf nicht abschalten. Das hat dann natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit gekostet. So kannst du jetzt nicht einfach fahren, aber ich habe alles andere deaktiviert. Sei es Blitzer, sei es Poller, sei es Schlaglöcher und so weiter und so fort. Alles abgeschaltet. Und auch die Autos, die habe ich auf Mindeste reduziert, ja. Nur damit wir jetzt hier relativ zügig vorankommen. Und ja, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt hier funktioniert. Und dann bin ich mal gespannt, was uns dann erwartet. Aber ich dachte mir so, ich muss euch jetzt diese 10 Linien, die wir jetzt hier neu bauen, jetzt echt nicht noch mitnehmen. Weil die Haltestellen an sich kennen wir ja alle schon. Da hat sich ja nichts groß verändert oder sowas. Und von daher dachte ich mir so, da machst du es jetzt schnell im Offscreen. Na, da kannst du dann auch mal ran, wenn Frau irgendwie am Fernseher sitzt oder sowas. Ne, da kannst du dann mal schnell hier diese Linien abfahren. Und ja, genau so war es denn jetzt halt auch. Eigentlich ist das so eine Aufgabe gewesen, wo ich gesagt hätte, normalerweise hätte ich das jetzt nicht mal weitergemacht, weil das ist künstlich einfach nur in die Länge ziehen. Ich meine, warum schaltet man den ZOB nicht schon deutlich früher frei, damit man das Ganze irgendwie besser hätte miteinander verbinden können? Ja. Und denn auch der zentrale Omnibusbahnhof heißt ja nun zentraler Omnibusbahnhof. Warum setzt man ihn denn auch nicht zentral? Ne? Also das ist, also die Fahrt Richtung raus da zu dem Hafen, das ist schon ein ganz gutes Stück. So, 8 Euro. Eine Fahrkarte bitte. Eine Woche Standard Drucken und 12 Euro. Ja, bitte. Ja, sonst Busse habe ich jetzt alle ein absolutes neues Verbal Repaint verpasst. Seht ihr ja hier, ne? Also die sehen jetzt schon ein bisschen anders aus.
Und die sehen halt alle so aus, wir haben neue Fahrer eingestellt, sodass halt jetzt mindestens auf jeder Linie zwei Fahrer drauf sind mit jeweiligen Bussen. Also auch da habe ich ein bisschen was gemacht noch, damit wir halt natürlich das Einkommen generieren, was hier gewünscht wurde. So, und wie gesagt, das hier sollte jetzt die letzte Linie sein. So, einzeln Standard drucken, 7,80 Euro. Kann jetzt natürlich sein, dass wir danach nochmal eine Fahrt machen müssen. Weil sie muss ja auch noch Geld generieren, obwohl wir sind Fahrer drauf. Vielleicht reicht das schon. Müssen wir mal danach mal abwarten, was er uns hier ausspuckt, der Kollege. Ja, und dann ist ja auch schon wieder Weihnachten, Leute. Ich habe mir vorgenommen, zwischen Weihnachten und Neujahr keine Let's Plays zu machen. So ein bisschen mal mit Familie beisammen sein und alles was, ne? Ich werde halt, wenn es funktioniert, am zweiten Weihnachtsfeiertag abends einen Livestream machen, wo wir noch ein bisschen Leitstellen-Simulator spielen werden, also so Omsi. Aber sonst Let's Plays denn in der Richtung gehen dann erst wieder ab dem 2. Januar wieder weiter. Ja, also so eine kleine Woche Pause kann man sich gönnen. Außer es kommt halt irgendwas Neues von Lotus, dann werde ich da natürlich eine Ausnahme machen. Da kommt definitiv dann irgendwas, wenn da zum Beispiel ein neues Update oder sowas kommt von irgendwas. Ja, dann bin ich da natürlich gleich vorne mit dabei. Aber so, jetzt falls jetzt hier irgendwie Bus-Simulator oder sowas, dann geht das erst nächste Mal weiter. Ja, okay. Ich merke schon, du fährst nicht. Warum auch immer. Wäre das noch gleich? Boah. Ach, stimmt. Es war Gruyère. So. Nee. Ich möchte mal aussteigen. Ja, also wie gesagt, soweit erstmal der Plan, so wie ich mir den jetzt vorgenommen habe. Mal schauen, ob ich noch dann so umsetzen kann. Wie gesagt, den zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann einen Livestream, weil ich ja nun spontan frei bekommen habe. Kann ich dann die Zeit dementsprechend nutzen. Okay, du willst nicht mit. Sah irgendwie so aus, weil er da gerade so ganz so stand. Seilerstraße. Ich habe versucht, halt überall 5 Sterne zu bekommen auf jeder Linie. Ich glaube, bei einer hat es nicht funktioniert. Da sitzt er bloß 4,5 Sterne. Und, ja. Das hat dann halt dementsprechend nicht so funktioniert. Auch musste ich denn, weil ich muss dazu sagen, teilweise ist die Map echt unübersichtlich. Teilweise bist du denn die Linie gefahren, denkst dir so, okay, hast ja alles verbunden und dann fährst du die Linie und denkst dir, da ist eine Haltestelle ausgelassen. Ja, schön. Jetzt ist es aber nicht so, dass du einfach die Haltestelle hinzufügst und fertig ist. Nein, du musst diese komplette Linie nochmal von vorne fahren. Oh, das ist mir natürlich auch dann gleich noch mit dem Hafen passiert, denn, verstehst du, wo sowieso der weiteste Weg gefühlt ist. War es natürlich dann, ja, so gewiss, dass ich dann eine Haltestelle ausgelassen hatte, und zwar in diese Lagerhallen. Schön an der Haltestelle direkt dran vorbeigefahren und dachte mir so, nein. Ja, und so wie es dann natürlich ist, wollte ich ja unbedingt diese 90% ja da haben, oder die musstest du ja haben, damit du die Aufgabe hier abschließen kannst. Ja. Durfte ich dann das ganze Ding dann zweimal fahren. Und beim dritten Mal dann, oder also zweimal musste ich sie erfahren dann halt. Aber insgesamt bin ich sie dreimal gefahren, weil mir dann bei der ersten Fahrt gleich, ja, bevor da irgendwas, ist mir nämlich ein Kollege nämlich in den Bus reingerauscht. Und hat natürlich erstmal ordentlich Geld geschluckt denn.
Und wenn du natürlich die 5 Sterne haben willst, dann nimmst du das natürlich oder willst du es natürlich dann nicht so drin haben. So, Handelszentrum, Endhaltestelle. So. Dann sollten wir auf jeden Fall 10 Linien haben, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Aber normalerweise mit 10 klappt schon. Wäre es jetzt natürlich traumhaft. Und dann bin ich mal gespannt, was dann auf uns wartet. Auch neu ist jetzt, ich habe mir jetzt mal so geguckt, jetzt hier, okay, wir müssen hier rechts rum. Genau, nämlich die größere Karte mal zu benutzen, weil teilweise, gerade hier in diesen Slums hier drinne, würde ich fast sagen, hier siehst du manchmal echt nicht, wo du jetzt hin musst. Raus. So, wir können die Fahrt abschließen. Achso, auch mit dem Müll einsammeln, ist weg. Alles deaktiviert. So, hier sehen wir, ne? 18.000 hat uns das Ganze gebracht. Wir sind jetzt bei 2 Mille. Und wir haben jetzt alle Punkte. Wundervoll. Hallo, hier spricht Max Klein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Vorstand des Tourismusverbandes von Seaside Valley. Mira war so freundlich, mir deine Kontaktdaten zu geben. Wir sind sehr glücklich mit der Sightseeing-Route, die du erstellt hast. Wollte er fragen, ob es möglich wäre, 2 weitere solche Routen anzulegen. Wir dachten an eine, die alle Sehenswürdigkeiten anfährt und eine weitere, die nur die Highlights außerhalb der Stadt verbindet. Beide Routen sollten sowohl an den ZOB als auch den Hauptbahnhof anschließen. Ah, und wir haben von einigen Leuten gehört, dass unsere Kreisverkehrskulturen sehr beliebt sind. Wäre wundervoll, wenn du auch diese einplanen könntest. Stelle 2 zusätzliche Sightseeing-Strecken. Zentraler Omnibus, Hauptbahnhof, Rathaus, Kathedrale, Pferdemühlengasse, Südspeiche. Genau, Alter. Einmal komplett. Nee, das mache ich nicht mehr, Leute. Das mache ich nicht mehr. Streckenzeit unter 34 Minuten, Streckenzeit unter 32 Fahrer, alle Strecken im Loop-Modus, also sollst sie hin und zurückfahren. Lass mindestens 5 Assfahrer und 5 Busse Einnahmen auf jeder Strecke generieren. Erreiche eine 4-Sterne-Wertung auf beiden Strecken, also ich soll 10 Busse und 10 Assfahrer draufsetzen. Genau. Ja, aber das zieht sich jetzt meiner Meinung nach jetzt zu doll in die Länge. Was ist denn hier, um Einkauf auf der Strecke zu generieren? Zentraler Omnibus, Bahnhof, Hauptsüdspeicher. Ich meine, wir können sie gerne erstellen, aber... Wahnsinn ist das so. Kirsche. Kugel, Dingsbums da. Naja, kommt man natürlich nicht anders ran. Denn machen wir es hier anders. Oh. Nehmen wir jetzt die hier weg hier. Starten am ZOB. Fahren hier hin. Nein. Das ist das, was ich meine, ja. Das ist so bekloppt manchmal. Rathaus. Hauptbahnhof. Das ist blöd. Das ist. Ne, hier versteckt sich doch jetzt irgendwo. Spielt jetzt keine Rolle, oder? Zentraler Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Rathaus, Kathedrale.
Müssen wir echt beide anfahren, ja? Was ist das für ein Schwachsinn? So, also das kannst du hier vergessen. Oh. Das ist blöd hier alles. Machen wir mal Rathaus. Fahren jetzt hier ran. Fahren dann hier ran. Ja, das ist genauso bekloppt hier. Das ist genauso doof. Oh, geht's nicht anders? Wir haben jetzt irgendwo, fehlt jetzt was. Sollen ja exakt 9 Haltestellen sein, aber wir haben jetzt, sind jetzt bei 8. Also wir haben den ZOB, Hauptbahnhof, Rathaus, den haben wir sogar doppelt. Die Pferdemühlengasse haben wir. Südspeicher, genau, Alter. Ey, ich riech dich, hier unten müssen wir auch noch hin. Oh Mann. Da können wir das ja alles schon wieder löschen. Da macht das jetzt hier gerade alles keinen Sinn. Nee, Leute, also das mache ich nicht mehr. Also irgendwann muss auch ich dir mal sagen, jetzt ist Schluss damit. So, so. Dann machen wir jetzt nämlich doch erst so rum. Fahren so rum. Fahren in die Bootsbauergasse. Fahren hier hin. Ey, das ist so bekloppt eigentlich. Vielleicht lassen wir den am ZOB enden. Und dann starten wir mal nicht vom ZOB, sondern starten oben Südspeiche vielleicht. Vielleicht ist das ein bisschen besser. So, und jetzt Südspeiche. Also Bootsbauergasse, Südspeiche, Bootsbauergasse. Hierhin. Hierhin. Rathaus. Hauptbahnhof. Pferdemühlengasse. Und dann hier den ZOB, denn genau 9 Haltestellen. So, speichern. Ja, und naja, Streckenzeit unter 34 Minuten. Oh. Dann müssen wir es bearbeiten. Sieht denn aus, können wir hier irgendwas verändern?
Oh, da können wir eigentlich alle wieder löschen, weil das... Oh. So, nehmen wir es nach oben. Südspeicher. Was macht der? Südspeicher. Ja, dann schickt uns da über die Autobahn, lässt uns da lang fahren, so speichern. Oh Mann! Wo verlieren wir denn Zeit? Eigentlich nur hier oben, ne? Die Bootsbauergasse. Gar nicht machen groß. Da kommst du hier halt nicht anders runter, ne? Und was ist, was jetzt hier schneller wäre? Ich komme hier nicht unter 34 Minuten. Nee, muss ich passen. Kann ich jetzt aktuell, finde ich jetzt hier nicht wirklich eine Lösung. Also ich finde das jetzt hier gar nicht so verkehrt. Aber ihr seht ja selber, die Zeit passt nicht. Zum Beispiel auch nicht, warum schickt er uns hier nicht über die Autobahn rüber? Naja. Müssen wir uns wohl nächstes Jahr damit mal weiter auseinandersetzen. Also an sich finde ich jetzt keinen Fehler, den wir jetzt hier haben. Eigentlich fahren wir hier relativ gut. Wir haben hier nur die einzige Möglichkeit. Wir müssen ja Gehöft, sprich wir müssen hier rein. Hier sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir das Ganze so ein bisschen verbinden miteinander. Also das Ende passt. Mir gefällt der Anfang halt hier nicht. Ich glaube, ZOB, dass das die Endhaltestelle ist, passt eigentlich auch ganz gut. Hier hinten, diese beiden Dinger hier, die sind irgendwie unvorteilhaft hier. So. Und so. Ne. Also wir sparen so oder so, sparen wir jetzt nicht wirklich Zeit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Gut, Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Ich würde auf jeden Fall, falls wir uns nicht mehr hören sollten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Ja, lasst euch schön beschenken, reichlich beschenken und habt viel Spaß, Gemeinsamkeiten mit Familie, Zeit verbringen und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Und nutzt halt jede Minute, die ihr habt mit euren Liebsten und ich denke mal, ab dem 2. Januar geht es dann hier an der Stelle wieder weiter.
Ich muss mal gucken. Aber eigentlich muss ich sagen, lässt langsam die Lust nach, weil irgendwie diese Aufgaben, die werden halt, das zieht sich jetzt alles so unglaublich, jetzt so dermaßen in die Länge, dass ich das jetzt so mittlerweile schon ein bisschen albern finde tatsächlich. Das interessiert mich, Sightseeing-Touren. Das ist nicht von einem Busbetrieb so, ne? Aber naja, gut. Muss man sich jetzt nicht drüber ärgern. Ja, wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute, frohe Weihnachten und rutscht vorsichtig rein, rutscht gut rein und so, dass wir uns dann halt gesund und munter denn im nächsten Jahr dann hier natürlich wieder sehen und hören und verabschiede mich hier für dieses Jahr. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!